Grüß euch, Matejka hier. Ich melde mich von unserem Krieg gegen Seven Days Hunting. Das war lange Zeit die dritte Allianz von Seven Days. Die Party ist ja schon länger die vielleicht mächtigste Allianz insgesamt, die es gibt. Dann hat es lange Zeit Seven Days Ascended gegeben und Seven Days Hunting war an dritter Stelle. Dann gibt es noch viele Seven Days, ich weiß nicht, zuerst nicht einmal meinen. Also es gibt viele, die sind aber eher ein bisschen verschwunden. Es waren einmal mehr in den Top 50 Allianzen. Es hat sich aber vor einiger Zeit, vor vielleicht einen Monat ungefähr, hat es bei Seven Days Ascended, sagen wir, Meinungsverschiedenheiten gegeben und ein Teil von den Spielern von Seven Days Ascended ist zu uns gekommen, der motiviertere Teil und der weniger motivierte Teil, beziehungsweise teilweise der Teil, der nicht so stark ausgestattet ist, ist jetzt unter dem Namen Shield. Das heißt, offiziell glaube ich, jetzt müsste Seven Days Hunting die zweitstärkste Seven Days Allianz sein. Bin ja ein bisschen überrascht, dass sie in unserem Bereich jetzt davor stoßen. Wir haben den letzten Krieg verloren, haben jetzt 165.700 Kriegspunkte und Seven Days Hunting 165.500. Die sind offensichtlich auf ihrem Maximum. Ich glaube, sie sind ein bisschen weiter weg, aber gut, alle paar Monate spielen wir gegeneinander. Vielleicht die regelmäßigen YouTube-Schauer werden, also die auch bei anderen schauen, werden öfters was von Seven Days Hunting sehen, weil bei ihnen Achon ist, der den größten deutschsprachigen YouTube-Kanal hat von den bei den Basels-Kanälen. So, bei uns, okay, der hat nur gewartet. Man sieht jetzt recht wenig von den gegnerischen Aufstellungen. Tatsächlich, ich sage mal, überschlagsmäßig haben sie ein bisschen über 20 von den guten blauen Tanks. Nehmen wir da als Beispiel jetzt Ledig Sediara her, auch eine deutschsprachige. Es sind aber einige, ein paar deutschsprachige Spieler dabei bei Seven Days Hunting. Ja. Das ist natürlich eine sehr gemeine Dev, Ihre Aufstellung da. So ungefähr stehen auch bei uns die meisten. Bei Seven Days Hunting habe ich jetzt zwar gesagt, es gibt ungefähr 20, ein bisschen mehr als 20, glaube ich, Spieler mit entweder Myriam oder mit Waterpipe. Allerdings sind im Schnitt die Helden rundherum ein bisschen schwächer als bei uns. Bei uns, man sieht bei uns jetzt, glaube ich, gerade mehr, ja. Wir haben, wenn ich mich nicht täusche, 28 müssten wir haben. Da ist ein Spieler ohne den ganz guten Helden, aber die Def ist trotzdem nicht gerade angenehm zu bespielen, weil da will man ja mit Gelb eigentlich angreifen, hat aber was dagegen. Ansonsten, bei uns ist jetzt so, dass die beide haben eher jetzt, also glaube ich auch zu Recht, Miriam bevorzugen. Ich bin so ein Fall, also ich habe nur eine, ich habe nur Waterpipe, ich habe nicht die Wahl, ich bin froh, dass ich Waterpipe gezogen habe, so schaut jetzt meine Def aus. Die ersten vier sind da gesetzt, der fünfte Held ist doch nicht so genau. Ich habe jetzt halt Nadara, ich habe teilweise Feline gehabt, die könnte mir vorstellen, dass ich da einmal, ich weiß auch nicht, Kostüm Gefion oder irgendwas, Horus oder Zekena, ich weiß es nicht. Also es sind mehrere Möglichkeiten, aber das Entscheidende bei einer Def ist ja immer der Tank und die Flanken vor allem. In dem Fall ist Alucard schon auch ein bisschen entscheidend, zum einen, weil er bei den Miriam-Tanks halt den Tank schneller macht. Zum anderen aber auch, weil er als sehr schneller Held halt viel früher in den Kampf angreift als normal. Ja. Aufs Ergebnis werden wir dann später schauen. Ich werde jetzt einmal so, weiß nicht, zwei, drei von denen probieren wegzumachen. Einen Angriff genau habe ich in der Nacht schon gemacht am Handy. Ohne Kommentar, den werde ich vielleicht jetzt dann einspielen, mit ein bisschen im Nachhinein besprochen. Und die anderen Angriffe kommen dann. Also jetzt der kurze Einschub, das war der Angriff, den ich in der Nacht am Handy gemacht habe. Viel gibt es nicht dazu zu sagen. Ihr seht bei meinem Team, dass ich bewusst keine Verzauberung mitgenommen habe, damit ich bei einem schlechten Start nicht gegenüber Diao Chan anfällig bin. Ja, wie gesagt, recht normal, schneller blaues Deck und in Gelb in dem für die Heilung. Mit zwei Osterhelden. Ich habe die schnelle Heilung vom Schaf weiterhin gern. Und da sieht man, wenn ich ganz, also es ist einfach das Blau da. Es liegt quasi sofort, liegen die sieben Steine da und dadurch ist der Kampf unspektakulär. Der Damage-Stack ist da jetzt nicht so stark, dass gleich das Spiel sofort vorbei wäre. Aber man hat einfach so einen großen Vorsprung schon. Nichts weg.
Wie gesagt, nicht sehr spannend. Jetzt geht es mit den aktuellen Angriffen weiter. Ich beginne jetzt einmal mit einem Team, das zurzeit sehr viel bei Raids spielt. Und zwar habe ich da den lila Damage Stack drin mit den Wächter-Gorillas, der einfach normal die ganzen Gegner beseitigt. Deswegen spiele ich das bei Raids mit Ausnahme von ein paar Gegnern immer, wenn es schnell gehen muss. Weil wenn lila da ist, ist das Spiel ziemlich schnell vorbei. Wenn es nicht da ist, habe ich mit Toxicandra die Möglichkeit, ein bisschen das, sagen wir, zu verzögern. Und sie gibt ja den, also es reicht, Toxicandra auszulösen, ungefähr 5 Steine reichen, dass man Lila zusammenkriegt. Beziehungsweise 6 Steine und ein Zug sind schon ausreichend. Gegen Waterpipe deshalb, zum einen ist Toxicandra wahrscheinlich auch gegen Waterpipe nicht so schlecht, wenn es schon mal ausgelöst hat, weil sie dann fix jede Runde das Mana wieder dazu gibt, das Waterpipe nimmt. Wobei, wenn Toxicandra vorher schon zum Auslösen kommt, wird er oft über Fog vielleicht auch Waterpipe sterben. Nix ist aber ein besonders guter Held dagegen, so wie auch Hypnos und ein paar andere, ich glaube Magier gibt es manche, ne? Weiß nicht, auf der ersten Stufe. Die haben den großen Vorteil, dass sie das Mana über diese erste Ladung weitergesammelt wird und die 5%, die Minions von Waterpipe dann wegnehmen, reichen dann meistens nicht aus, um Hypnox daran zu hindern, mit der ersten Stufe auszulösen. Und die erste Stufe wiederum reicht aber, um die Minions von Waterpipe wegzukriegen. Ja, ist natürlich so ein Hit, wo es komplett drauf ankommt, wie schnell man ist. Wie eigentlich eh bei jedem. Also braucht jetzt, ist jetzt nichts Neues. Okay, Lila Diamant. Wenn ich den jetzt nicht irgendwie so auslöse, dass ich gleichzeitig dann ein Waterpipe auslöse und mir das Mana von den beiden Panthern genommen wird, dann darf das eigentlich keine Niederlage sein. Und da gibt es nicht viel andere Möglichkeiten auslösen und im Normalfall ist der Kampf schon vorbei, das war kurz. Die Reihenfolge jetzt sogar falsch, aber es muss trotzdem reichen. Okay, der überlebt. Ganz, ganz gemein die Panther im Angriff. Wobei, wenn ein Diamant kommt, muss man ehrlich sagen, ist es ja wurscht, weil da würden sonst andere Helden genauso den Kampf gewinnen. Nachdem jetzt doch wer andere schon den Reset gemacht hat, können wir uns jetzt die Devs nochmal kurz gesamt anschauen von den Gegnern. Sie sind durch die Bank gut, würde ich sagen. Sie sind halt nicht so gleichmäßig aufgestellt wie bei uns. Bei uns sind doch fast, also quasi nur blaue Tanks und sehr viel Lila dann dazu, dadurch ist es farbig schwerer auszunutzen und halt die Einzelqualität der Held im Schnitt schon ein bisschen höher, aber es ist Seven Days Hunting auf jeden Fall eine Allianz, die auch stark besetzt ist, also mit auf jeden Fall auch guten Accounts. Ich muss jetzt eine der besseren Devs angreifen, muss nicht, aber ich tue es halt, Ha-Ho-He, ein weiterer Deutscher, sieht man schon an der Fahne, der mich in dem Krieg schon angegriffen hat, ein schlechtes Board gehabt hat und mir erfreulicherweise, obwohl er abgeprallt ist, den Kampf geschickt hat als Video. Ich greife ihn an und werde dafür eines meiner Teams, das halt auf Miriam abgestimmt ist, spielen. Und zwar grün, was natürlich gut ist. Ein bisschen problematisch ist jetzt der Held, der jetzt kommt. Ich bin leider bis jetzt noch immer nicht dazu gekommen, dass ich Grace Max, die wird dann dazu passen. Ich spiele dann noch immer teilweise mit Alma im Krieg. Hält natürlich wenig aus, davon abgesehen reicht Alma mit dem Deathdown und den anderen, dass man was wegräumt. Aber es ist natürlich gerade gegen so ein Team mit bösartigen Flanken ist es natürlich nicht gut. Also gerade Jove, ja. Also ich soll schauen, dass ich da irgendwie upgrade bei Gelegenheit. Aber irgendwie bitte, es kommen immer irgendwelche Helden, die für Events sonst irgendwas wichtiger sind. So, was wollte ich da jetzt? Die beiden sollten da gut sein. Alucard als Einzelheld. Zum Beseitigen von verschiedenen Dingen und zum Beseitigen von anderen verschiedenen Dingen. Und zwar von den Verzauberungen nehmen wir Annabelle mit. Ich muss zugeben, dass ich in letzter Zeit bei Raids relativ wenig gegen die Stärksten so spielen, wie es sollte, also sprich auf ein bisschen austesten und so. Ich gehe wirklich oft mit dem vorigen Team, das ihr gesehen habt, rein, wo es einfach schnell vorbei ist. Irgendwie habe ich da die Motivation zurzeit nicht, muss ich gestehen.
soweit ich es bis jetzt so getestet habe, funktioniert es ganz gut. Gehen wir es an. Alucard ist halt wirklich der beste Held dagegen, gegen diese Teams, die drei Minions herstellen, weil man sie nicht nur los wird, sondern eben auch Mana dazu kriegt. Das ist natürlich ein Board, das gar nicht lustig ist. Blau und Lila hauptsächlich. Muss man überlegen. Blau und Gelb wollte ich sagen. So was bringt Ausnahme so, damit ein bisschen was passiert, aber da entsteht dadurch, wenn ich das jetzt spiele, wenn ich da blau spiele, geht da auch lila ab, geht das blau da in der Mitte ab. Es gehen relativ viele Steine weg und dabei ist aber auch der Vorteil, dass die späteren Steine von einer höheren Combo, also abgesehen von den ersten, die bewirkt, also rufen ja weniger Mana beim Gegner her. Deswegen glaube ich, dass der Zug nicht schlecht ist. Zusätzlich mit Glück könnt ihr einen lila Diamanten kriegen. Ja, das Board ist einfach wirklich nicht so, dass ich glaube, ich muss so ein bisschen schauen, dass ich auf ein Combo gehe. Wenn ich rot schnell was zusammenkriegen würde, das ist weiß, dann wäre es was anderes, aber so. Okay, Diamant ist da. Zwei rote Kombos sind da. Das ist einmal gut. Natürlich bin ich ohne mein Grün trotzdem dabei, wenn ich noch aufgehört. Ich brauche langfristig natürlich das trotzdem. Ich schaue, ob ich irgendwie, ob es einen Sinn ergibt vorher irgendwie, weil ich dadurch den Diamanten habe ich zumindest dann Heilung, dass ich ein bisschen überleben sollte. Da werde ich auf jeden Fall dann Miriam auslösen lassen, selbst wenn ich es verhindern könnte. Nein, wenn ich es nicht, gar nicht, selbst wenn ich es verhindern würde, ich werde es einfach nicht verhindern können, aber ich werde Alucard laden können und wie heißt die Dame nochmal, Annabelle laden können und dadurch werde ich Miriam sozusagen neutralisieren können. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Weil ich jetzt natürlich gleich unter Druck bin. Jetzt kommt das auch schon, aber das ist jetzt gar nicht störend, weil ich ja mit Alucard die wegnehmen kann. Muss sie jetzt aber auf jeden Fall gleich wegnehmen, weil ich die Heilung brauche. Was haben wir da drauf noch? Minus Defense ist zu viel. Ja, gehen das mal an. Also, es muss einfach weg, weil sonst, wenn sie stirbt, ist es sowieso vorbei. Das haben wir auf jeden Fall. Dann kann ich gleich machen. Jetzt habe ich da das Mana gekriegt. Mit der Heilung kann ich aber jetzt warten, nur, wie viel gewinne ich dadurch, ist die Frage. Ich brauche einfach eine zweite grüne Combo. Das ist ein bisschen das Störende. Wenn ich da jetzt spiele, wenn ich grün spiele in sie, das reicht natürlich nicht, dass ich Miriam umbringe. Wenn ich das spielen würde und ein grüner Stein irgendwie mitkäme, natürlich nehme ich mir vorübergehend das Mana. Ich glaube, ich mache das so. Bei größerer Aussicht, wenn grün kommt, ja, ist es jetzt. Das ist nicht nur Aussicht, ich kann den nicht vorbringen. Ja, wenn man heilen muss ja mal. Überlegen, wie es am besten angeht. Die Heilung muss auf jeden Fall kommen, das ist logisch. Dann kann ich einiges wegnehmen am Gegner und bei mir auch an schädlichen Dingen. Das machen wir mal. Da hilft es ja nicht warten oder so. Das Problem ist, wenn ich so spiele, dass ich dann damit das Blau auch mitnehme, dass Miriam mit wahrscheinlich zwar noch nicht den Zug, vielleicht oder sogar schon den spätestens nächsten auslöst und ich dann wieder im Hintertreffen bin. Das ist alles nicht optimal. Mit das Spiel. So kann ich spielen. Darüber. Dann habe ich zumindest danach grün, werde aber ziemlich viel Schaden fressen bis dahin. Verdammt. Und der wird gebufft. Die Steine kommen. Ah, das ist alles.
Da fehlt mir, wie ich vorher gesagt, ich habe nicht so viel damit getestet, es fehlt mir wirklich auch ein bisschen die Übung, muss ich ganz ehrlich sagen, was das betrifft. Ich mache es trotzdem so. Ich brauche mehr Grün. Jetzt haut er so richtig, richtig fest zu. Auf dem Heller. Verdammt, der überlebt das nicht. Das war's dann. Zumindest ist er mal ein bisschen in der Mitte zerstört vom Gegner, aber der Heiler überlebt es nicht. Was macht Alucard? Habe ich eine Verzauberung zum Stehlen? Ihre Verzauberung kann gestohlen werden. Immerhin das, zumindest ist nicht ganz sicher, dass sie stirbt, aber sehr wahrscheinlich. Das haben wir 8. Heilung ist sowieso reduziert. Aber ich glaube, ich gehe aufs Risiko, schauen wir. Ja, das war's. Ah, ob das richtig war, aber hilft nicht. Aus, aus, aus. So, bevor ich jetzt an eventuellen Räumen komme, greife ich jetzt eine weitere Miriam an. In dem Fall mit den normalerweise nicht ganz so gefährlichen mittelschnellen Flanken. Ich mit meinem roten Angriffsdeck, wo ich eben zumindest Gäffchen habe, zum, wenn sie es vorher den Minion wegzukriegen. Der starke, übliche blaue Team dazu. Natürlich ist Kulervo jetzt in gewisser Weise ein ziemlicher Konter für sowas wie Krampus, weil er zweimal fest auf den einen Donter haut, aber ja. Angenehm neben wir zwingend werden. Ich gehe das so an. Ich baue, das schaut nicht so, also wenig Geld, sage ich, kann nicht das Rot, das ich gern hätte. Ich brauche aufs Rot gar nicht hoffen, kann ich schauen irgendwie, ohne mir das Rot verbauen, so ein bisschen blau zu kommen, aber vielleicht habe ich für mich einer so vorgeschlagene Zug, dass ich den blauen Stein vorbringe, da tue ich nichts und hoffe, dass unten noch irgendwo was nachkommt. Das hilft nicht. Ja, kommt nichts nach. Wenn ich einen drin blauen. Das ist schwierig. Das ist rot. Das hilft nicht, wenn wir diese rote Combo holen, dass ich irgendwie schaue, dass ich, wenn alles ziemlich frustrierend da jetzt, kann ich überlegen, ob das noch was bringt. Ich meine, ich kann mit Diamant und Diamant auslösen, habe ich da zwar blau, aber bis dahin bin ich ja mehrfach tot. Nur fällt mir jetzt nichts Besseres ein, nur der blaue, die blaue Drachenbombe, also habe ich einen blauen Diamanten, die blaue Drachenbombe allein bringt mir auch nichts. Kann ich gleich so dann. Was bewirkt das? Das heißt, da tut sich ein bisschen was. Blaue Diamant ist zu wenig oder zu spät dann, aber ich, ja, wer weiß. Den Boost. Das nicht hin. Ich brauche eine rote Combo, das ist klar, und ich brauche dann blau, bis ich das alles habe, sind meine Helden alle tot. Mehrfach. Jetzt ist alles dort. Was kann ich tun? Die haben den
ganze Status-Element seit End of Turn, ja, das hilft mir alles nichts. Wenn ich sie auslöse, bin ich sowieso tot. Ich bin. Irgendwie eine Chance, dass wir uns blöd treffen, zu überleben, ich glaube nicht. Wenn ich außen, wenn ich irgendwas anderes spiele, beziehungsweise ich kann jetzt gar nichts spielen, mit dem ich nicht Miriam auflade. Ich muss sie aufladen, es gibt gar nichts, wie ich entkomme. Es geht nur, wenn irgendwie ganz blöd ist, wenn Liu Bei da zweimal links trifft und er dann auch zweimal links trifft, dann überlebe ich zumindest den Teil nur ein bisschen. Ich weiß nicht, ob irgendein Wunder passiert. Und das, der eine Teil wäre es einmal, jetzt sterben auf jeden Fall zwei Helden von ihm, ja, den die braucht zum Überleben, aber jetzt ist auch schon wurscht, sozusagen. Natürlich viel zu wenig, das machen ist. Kann sein, dass dadurch kein, weil ich vorher gesagt habe, Salto Nullo, das wird es jetzt vielleicht nicht. Da sollte ich jetzt noch einmal ein bisschen Schaden in der Mitte durchbringen, aber es ist natürlich alles anders als erfreulich. Ich komme da nicht mehr aus. So, was passiert jetzt? Da ist drauf, 22 Bären Damage, heilt dann Haufen, wenn es durchkommt. Kann ich nichts mehr tun. Aber auf den einen, das bisschen Leben, was da passiert ist, kommt es auch schon nicht mehr an. Kann ich jetzt immer noch fliehen und habe das gleich schlechte Ergebnis. Das war's, schrecklich. So, bei unserer Regelung räumt man seine eigenen Fails üblicherweise, beziehungsweise wenn man gegen wirklich gleich starke Allianzen spielen oder stärkere, dann würde man das so machen, dass man sie nicht unbedingt gleich räumen müssen, sondern dass manche, die weniger starke Teams haben, dafür einspringen. Ich bin da so in der Mitte drin, habe ein paar Teams, mit denen ich auf ganz starke gehen soll, aber mit ein paar weniger. Jetzt lest ihr da gerade unten von Filischein, Sonoma, Covers needed, theoretisch ist es von den Angriffen, ich glaube, ich könnte mal auf jetzt alle gehen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe genug, muss jetzt da nicht unbedingt, bin ich schon jetzt mit meinen eher besseren Teams dagegen, wenn es nicht aufgegangen ist, wie jetzt einmal meinen ersten Rest gegen Ha-Ho-He räumen. Also solche Reste, wo schon einiges fehlt, aber doch noch ein paar Helden da sind, gegen solche Reste nehme ich normalerweise ganz gern so ein Team, wie ich es da jetzt habe, mit zwei Shootern in zwei verschiedenen Farben und einem Heiler in der dritten Farbe, der halt zur Not also helfen sollte zum Überleben, bis man die Steine in den beiden Farben gefunden hat. Das funktioniert, glaube ich, also es funktioniert relativ oft gut, sage ich einmal. Und Cristobal ist ja bei mir immer der Räumexperte, weil er für sechs Steine einen Helden, der unter 50% Lebenspunkte hat, also den gleich rausnimmt, und oft dann dazu gleich am Mana kriegt und gleich bald bereit ist für den nächsten. Keine Frage, dieser Rest, wo eigentlich nichts passieren dürfte, aber es sollte halt das Risiko zumindest zu minimieren versuchen. So wie in dem Fall, blau habe ich die beiden Shooter geladen, kann dann auch, beginne ich mal mit dem so, kann dann auch ziemlich sicher lila irgendwie laden, dass ich dann lang genug überlebt, dass es weitergeht. Mache ich das jetzt. Ich glaube, es ist besser, die loszuwerden. Kann ich warten bis zu den. Das wird sich nicht ausgehen. Aber es dürfte eigentlich nichts passieren bis dahin. Machen wir das so und so. Und so. Und jetzt haben wir natürlich keinen mit unter
50%, dann warten wir noch einmal. Jetzt hat der sogar die zweite Stufe geladen, das heißt, jetzt macht er sogar einen vielen Schaden auf die hoch, auf die mit über 50% der durchgesetzt. Das wird so lange dauern. Also ich habe jetzt sicher in den beiden letzten Hits sicher nicht das tollste Board, sage ich einmal, gehabt, aber davon abgesehen finde ich halt weiter, also sind diese Miriams einfach wirklich brutal, ich werde sehr alle damit Erfahrungen sammeln und ich habe ja gesagt, ein bisschen fehlt mir die Übung dagegen. Ich weiß nicht, ob man im Nachhinein auf was finden wird, ob ich was finde oder ihr was seht, wo ich eine Partie wirklich dadurch gewinnen hätte, durch einen Fehler, den ich begangen habe, also wenn ich den nicht begangen hätte. Aber ich fühle mich ein bisschen unsicher, das taugt man nicht vom Prinzip her. Sprich, ich muss eigentlich hoffen oft, dass ich am Anfang meine 7 Steine habe, damit ich halt dem zuvorkomme und wenn sie einmal auslöst, ist es ganz hart, selbst mit den Gegnern, also mit den Anti-Helden, die dabei sind. So, mit meinem letzten Hit greife ich jetzt das vermeintlich schwächste gegnerische Team an. Ob es wirklich so ist, das bezweifle ich fast sogar, dass eins der schwächsten ist, weil, wenn ihr seht, ich greife es eigentlich deshalb an, weil es mich interessiert, wie es abläuft, also wie das so, wie schnell das wirklich ist. Dotamun, der 2017er Held, der ja auch kürzlich sehr gebufft worden ist, mit einem größeren Minion, mehr Schaden, der abgesehen von den nicht ganz aktuellen Stats jetzt auf jeden Fall also gute Specials hat. Und wenn er 2017er Helden hat, wird ja auch dann die Mana-Beschleunigung auf alle Helden aufgeteilt, weil eben da gleichzeitig Musashi ist, wenn der auslöst, dann gibt es plus 15 Angriff und Verteidigung für alle Helden. Also das schaut auf jeden Fall gut aus, aber verglichen mit Miriam schaut sie trotzdem nur angenehm aus und dafür gibt es dann nur 47 Punkte. Da kann ich nochmal ohne irgendwelche Probleme den gelben Stack mitnehmen, ist wurscht, ich mache das jetzt. Jetzt wieder jetzt so aufs erste weit weg von irgendwas geladen kriegen. Noch wertvoller wäre es natürlich rot, wenn man das hinkriegen würde. Aber jetzt weiß ich noch, was passiert, wenn ich. Wenn ich jetzt trotzdem diese große Kombo spiele. Dann kriege ich da unten krieg rot, dann kann ich mit Lila einen roten holen, da geht ein bisschen weg. Ich spiele jetzt diesen. Vielleicht brauche ich ihn noch, weil ich muss insgesamt für Bewegung sorgen. Ja, das ist natürlich nicht das, was man sieht. Ich will dann in der Folge den gelben dann auch noch rüberkriegen, aber bin schon wieder unter Riesendruck. Das kommt einmal vor, damit wieder wollen wir noch nicht auslösen, aber nächste Runde löst er fix aus. Bis dahin, also jetzt werde ich rot, damit gleichzeitig grün vor, also ein paar Steine abschicken, mit Glück kommt irgendein Combo. Ah, kommt nichts. Und schon ist der Druck da, alle Gegner sind stärker. Ich kann natürlich den Ritter irgendwann laden. Bis dahin, wenn ich bis dahin überlebe, wäre das gut. Wenn nur den. Ah gut, gelb hat natürlich jetzt geholfen. Da sollte jetzt nichts nachkommen, nicht dass da noch was. Ich werde jetzt natürlich versucht, da jetzt gierig zu sein und zu warten eine Auslösung. Das Problem ist, wenn jetzt mit der Auslösung ein Combo entsteht und einer von den beiden mitgeht und sie tötet, vorher bin ich ganz kaputt. So kann ich mit dem nächsten Zug den Ritter anwerfen und bin für ein paar Runden sicher.
Ja, wenn die beide auch gar nicht getroffen hätten, wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen. Ja, das hat mir jetzt vorläufig einmal einiges gerettet. Natürlich brauche ich jetzt trotzdem den Zünder, werfen wir an. Na gut, jetzt sollte ich mit dem Diamanten da heraus und sollte natürlich dann 2 Runden hintereinander gelb zünden können. Der Ritter beschützt mich noch. So. Okay. Nochmal einen zweiten. Das sollte dann auch außen reichen. Ich werde sogar vorher. Nochmal vorher. Nochmal das vorher. Dann den außen. Dann kann ich Diamanten zünden und ein zweites Mal laden. Ist das zumindest noch gut ausgegangen. Bei uns, ja, je nachdem, was ihr so gewohnt seid, die meisten meiner Zuschauer spielen ja selbst auch relativ hoch. Das sind Kriege, so wie der jetzt mit 2 Fails, natürlich auch nicht gut. Wenn man weiter hinten spielt, das würden denken sie manche vielleicht, ja, ist eh okay. Aber in Wahrheit, ich sage einmal, so ein Fail pro Krieg ungefähr im Schnitt ist das, was man, sagen wir, sich erwartet. Und das werden jetzt fast 3 waren. Na gut, schauen wir, wie es bei den Gegnern läuft. Besser Aachen, nicht besser im Moment. Wir haben noch 7. Ja, die Punkte insgesamt sind schon recht gut, aber haben auch drunter, wenn man denkt, noch zu Zeiten mit Znolfort, da war bei uns ganz normal, dass wir gegen Allianz, wo wir runtergelost werden, so wie jetzt gegen Seven Days Hunting, dass wir da 8000 Punkte gemacht haben. Dieses Mal wären es halt ja 7-4 ungefähr. Ist schon ein Riesenunterschied. Also bin wenigstens nicht nur ich der Einzige, der sich dabei schwer tut. Ja, ich zeige dann noch das Endergebnis mit Loot. So, der Krieg ist vorbei. Es ist dann doch noch deutlicher worden als zwischenzeitlich angenommen, also fast 2000 Punkte Unterschied. Aber das ist einfach so. Einerseits ist es eine Distanz zwischen Seven Days Hunting und uns, und andererseits macht es, wenn so neue Devs kommen mit neuen Helden, die, was jetzt laufend der Fall ist, immer stärker werden, dann werden auch die Unterschiede zwischen den Allianzen immer größer, und entsprechend haben Allianzen, die ein bisschen schwächer aufgestellt sind, noch weniger Chance gegen die stärker aufgestellten, als das nach einiger Zeit war, wie alles ein bisschen stagniert hat. Ich habe jetzt gerade vorher weil jemand gesagt hat, ich muss da unbedingt hinschauen, zum Livestream von Archon reingeschaut. Ihr kennt ihn ja, größter deutscher YouTuber, was Empires & Puzzles betrifft. Und dort ist gefordert worden, dass er mich angreifen soll. Ihr habt es vielleicht auch gesehen, schon doch ein paar Mal, ich weiß nicht, vielleicht 2, 3 Mal Kriege gegen Seven Days Hunting von uns gebracht, und ihr mal mehr oder weniger bewusst nicht angegriffen. Einfach, weil ich ihm aus dem Weg gehen will. Er hat das eh drüben passend eigentlich formuliert. Wir kennen uns beide nicht gar so gut leiden. Und es hat keinen Sinn, das in der Öffentlichkeit großartig auszutragen. Wir sind ein paar Mal in Laien schon aneinander geraten, wo Leute das mitgelesen haben. Jeder hat seine Gründe. Wer es privat von mir hören will, dem würde ich es erzählen, aber da jetzt hat es keinen Sinn, da großartig drüber das breit zu treten. Mein Krieg war nicht fein. Er hat noch mehr drunter gelitten. Egal, was jetzt da jetzt Boards, was auch immer. Bei ihm sind es meistens die Boards, bei mir auch oft. Wie gesagt, mehr will ich dazu nicht sagen. Der Krieg ist aus. Schauen wir, was für ein Loot kommt. Sobald es ist, gönne ich mir den noch. Wenn ich tippen muss, ist es wieder der übliche 1-3-Stern-Ether. Der Rest ist jetzt ziemlich fix vorgeben. Dann holen wir uns. Ah, normal sollte er schon da sein. Machen wir das da rein, wo ist der Loot? Normalerweise, sobald das Ergebnis kommt mit den, wer, mit der Liste, wer wie viele Punkte gemacht hat, kommt der Loot. Jetzt ist er dran. Ja, ein 3-Stern, ein 4-Stern. Ich nehme mal an, das wird bei fast jedem so sein, dass die 4-Stern-Ether wirklich wertlos sind, weil die Engstellen sind immer die 3-Stern- oder die 5-Stern-Ether. Bei denen, die viele Angebote kaufen, und ich habe doch jetzt aktuell nicht mehr so viele, aber dazwischen, so vor ein paar Monaten, habe ich etliche Ether-Angebote gekauft. Da ist jetzt öfters sogar, sind die kleinen Ether die schwachsten, also die Engstellen. Ja, passt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Bis bald.